Die Wendeltreppe führt zum Glockenturm. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ein Madonnenbild. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Das Tor ist von der anderen Seite abgeschlossen. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Wie viele Augen mögen schon durch dieses trübe Glas gespäht haben? Der Blick durch das Fenster bietet nur die bedrückende Aussicht auf den alten Friedhof. Mehrere alte Bilder und das staubige Inventar liegen still im Schatten. Ich kann daran nichts Interessantes entdecken. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert.
Endlich die richtige Kombination. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Es ist die gleiche wie oben. Verflucht. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist dem Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort.
Es funktioniert. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Das Grab von Marcus Gordon persönlich.